damit ein wunderschönes, herzliches Willkommen hier zurück auf meinem Kanal Hauptmann Spree. Wir haben drei tolle Pakete und wir fangen auch deswegen mit dem größten an, weil beim größten ist am wenigsten drin. Hierbei muss man sagen, die ersten beiden Pakete sind von eBay, daher sind es Originalteile und ja, kommen halt in die Vitrine, ne? Einige werden natürlich auch genutzt, aber mit Austausch Teile von Repros. Dann fangen wir mal an. Nicht lang quatschen, machen. Also im ersten Paket haben wir einen Tornister oder Affen haben sie ihn auch genannt. Man nannte ihn auch Affen. Ja, was soll man zum Tornister sagen? Es ist wie ein normaler Rucksack, war das sozusagen das Gepäck für die Soldaten auf dem Weg zur Front. Oh, konnte man hier unten einhaken dann. Dann hast du es so ein bisschen gedreht. Oder bist einfach nur doof zum Anziehen. So, hä? Und dann konntest du, weil du ja auch im Marsch deine K98 Patronentaschen getragen hast, konntest du die dann hier perfekt am Koppel einhängen. Hattest somit Stabilität und nicht so viel Last auf dem Rücken, weil du hast ja deinen Mantel, deine Zeltbahn, Schnürschuhe, arbeitsdrillig. Boah. Und. Also dazu muss ich mich auch nochmal definitiv besser informieren. Und dann gucke ich mal, ob ich vielleicht nochmal ein extra Video separat zum Tornister mache. Falls ihr das möchtet, ich habe bereits zwei, deswegen könnte man das ja auch gut machen. Aber wir machen jetzt erstmal weiter, denn wir haben ja noch mehr Pakete vor uns. Aber wie gesagt, wenn ihr jetzt so Sachen mehr wissen wollt, euch mehr Sachen interessieren, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich gebe mir da Mühe, dass wir da noch ein Video rausgeben. So, dann machen wir mit dem weiter. Können wir mal was oben liegt. Hier oben auf dem Paket liegt ein Bandolier. Ich weiß allerdings nicht wofür. Falls ihr es ja wisst, wofür das ist, mit einer Stempelung L im Metall oder Einstanzung L, könnt ihr es ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es besser wisst. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr Sachen, die ihr schon erkennt und wisst, dass es besser ist, schreibt es in die Kommentare. Dann haben wir was Amerikanisches. Ein Koppeltragegestell. Ja, ich weiß tatsächlich gar nicht, was ich damit anfangen soll. Es war halt einfach im Konvolut mit drin. Mensch. Aber ich finde, es ist trotzdem interessant. Brauchen werde ich es jetzt nicht wirklich. Ja. Mal gucken, was ich damit mache. Es könnte ein 34er sein. Ich habe keine Ahnung von Ami-Stuff. Wenn ihr auch da mehr Informationen habt, einfach in die Kommentare. Dann haben wir hier noch einen Freudischer. Moment, das packen wir gleich mal über, damit der Wind das nicht wegkommt. Dann haben wir einen Koffelriemen. Braun, Luftwaffe würde ich vermuten. Hier wurden nachträglich Löcher reingemacht. Mal gucken, wo ich mich hinstelle. Hier wurden nachträglich Löcher reingemacht, um halt den, um das Koppelschloss an den Koppelriemen zu befestigen, wenn man den so tragen konnte. Das sieht sehr eng aus auf der Einstellung. Ich denke mal, das wurde dann von einem Kind getragen. Das würde das Ganze vielleicht auch erklären. Wer weiß, vielleicht hat es ja ein Kind getragen, weil mir würde es so auf der größten Einstellung nicht mal passen. Und ich bin schon relativ klein. So, dann haben wir einen Beutel mit vieler bunten Sachen. Fangen wir an. Ein Feldflaschenriemen-Bezug, der ist ziemlich, ziemlich doll mitgenommen. Halleluja. Dann haben wir noch eine Feldflasche, das könnte, keine Ahnung, vielleicht HJ sein von der Beriemung her, ich habe keine Ahnung. Falls ihr es besser wisst, schreibt es in die Kommentare.
Ja, leider ist der Bezug auch schon sehr mitgenommen. Ein schönes Stück für die Vitrine. Ja. Und dann zur letzten Filmflasche. Oh Mann, die tut mir richtig leid. In einem verdammt geilen Zustand. Ein kleines Löchlein. Dann haben wir hier hinten das ein bisschen aufgerissen. Das kann man aber flicken. Fehlt eigentlich nur der Deckel und sie wäre einsatzbereit. Könnte man meinen. Natürlich ein bisschen angerostet alles. Aber es ist verdammt cool, dass sie in so einem verdammt geilen Zustand ist. Die könnte ich mir tatsächlich auch an meinem Brotbeutel vorstellen. Aber ich denke mal eher lieber die Teile austauschen, damit man nicht die Originalsachen kaputt macht. So, dann zum letzten Originalgegenstand, den ich habe, gekauft habe, für diesen Monat, für dieses Video. Ein Rucksack. Ich vermute, dass er zivil ist, ob er irgendwas doch Militärisches sein kann. Keine Ahnung, schreibt es in die Kommentare. Ja, ob die Soldaten den vielleicht trotzdem getragen haben, weiß ich nicht. Er sieht auf jeden Fall sehr zivil aus. Aber wie gesagt, wenn ihr da was besser wisst, schreibt es doch bitte ganz gerne in die Kommentare. Auch ein sehr schönes Stück. Ich habe auch geguckt, hier ist übrigens kein Stempel, sonst irgendwas drin. Also, falls ihr, wie gesagt, etwas wisst über diesen Rucksack, ob das ein ziviler ist oder ob das Wehrmacht was ist, oder Bergsteiger, also Gebirgsjäger. Schreibt's bitte in die Kommentare, ihr habt da auf jeden Fall mehr Ahnung als ich. So, dann weiter geht's. Wir fangen mit was Kleinem an. Einen Koppel Reichswehr. Das ist jetzt übrigens vom Metal Maker. Danke nochmal Metal Maker, dass du mir das zur Verfügung gestellt hast, dass ich das kaufen darf. Reichswehr, Koppelschloss, Beriemung. Gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, weiß eigentlich jeder, oder? So, und dann ein P38-Holster. Ne? Aber nur das Holster wäre ja doof und langweilig. Und deswegen habe ich mir gleich noch die dazugehörige Pistole mitgenommen. Eine P38. Blowback. Das heißt, dazu können wir auf jeden Fall auch noch ein Video machen. Gut. Und dann kommst du wieder rein. Da der Wind jetzt gerade versucht, mein Video zu stören, beende ich es an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat das kleine Unboxing wieder mal gefallen. Wir versuchen demnächst auch am Schützengraben weiterzumachen. Keine Sorge, das ist ja das große Projekt für 2024, den komplett durchzubauen. Da ich aber leider angeschlagen bin, ist das leider nicht so einfach. Ja, aber wir kriegen das alles hin. Wir haben ein erfolgreiches Jahr 2024 vor uns und es wird auf jeden Fall erfolgreich. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Sonntag, einen schönen Restsonntag, einen schönen Start in die Woche und bis dahin. Euer Hauptmann Spree. Ciao.